glaube, ich muss die Runde nicht mehr groß vorstellen, nur ganz, ganz kurz. Wir haben hier Marcella Krinke-Susmeli, die fünffache Schweizer Meisterin Dressur, hat gerade letztes Wochenende den 5. Titel geholt. Gratulation nochmal. Weiter haben wir Christoph Hess, ihn muss ich, glaube ich, definitiv nicht mehr vorstellen heute Abend. Christian Plege hier zu meiner Rechten, er ist Dressurausbildner, Trainer von Pferden und Reitern, leitet einen Dressurausbildungsstall am Jura Südfuss, also in der Schweiz. Ritt früher auch Vielseitigkeit, habe ich gesehen, sehr spannend, bis auf Championatsniveau und hat dann in Deutschland eine Bereiterlehre absolviert und war in Warndorf tätig. Habe sicher bestimmt ein paar Sachen vergessen, aber sicher eine Kapazität, was Ausbildung angeht. Dann haben wir neben Christoph Hess Martin Richner. Er ist der Präsident des Schweizer Berufsreiterverbands, ich sage es jetzt mal auf Deutsch. Eigentlich heißt er Swiss Horse Professional, damit wir da in der Schweiz keine Probleme mit den Röstigrabens bekommen. Ja, genau. Er wird sicher eine spannende Person sein, wenn wir dann über die Ausbildungsstruktur in der Schweiz reden. Und zu guter Letzt haben wir noch Charles Treuer an unserem Tisch. Das ist der Präsident vom Schweizerischen Pferdesportverband. Auch an ihn herzlich willkommen. Die Ausbildung von Pferd und Reiter im Reitsport umfasst ja sehr viele Gebiete. Wir versuchen jetzt mal zwei, drei anzuschneiden und ich versuche dann die Diskussionsrunde ein bisschen zu leiten. Werde sich auch bestimmte Personen ansprechen, aber fühlen Sie sich frei, da einfach auch reinzureden, soweit das möglich ist mit dem Mikrofon. Gut, also fangen wir mal an bei den Ausbildern. Gibt es, ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, gibt es überhaupt noch gute Ausbilder? Oder ist das ein bisschen eine ausgestorbene Spezies? Ich frage jetzt mal einen Ausbilder persönlich. Na gut, ausgestorben hoffentlich nicht und ich hoffe, dass es nie der Fall sein wird. Es ist natürlich immer eine Frage des Standpunktes, von dem man ausgehen will in der Ausbildung von Berufsreitern. Auf der einen Seite haben wir sicherlich einen sehr wichtigen Sektor in dem gesamten Freizeitreiterbereich und auch gerade da, nicht zuletzt auch im Punkt der Verantwortung, sollte ein Berufsausbilder natürlich sehr, sehr gut sein, damit das auch in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Als Leistungssportler oder Hochleistungssportler wünsche ich mir natürlich schon, dass insgesamt das Niveau der Ausbildung mindestens eine Stufe hochgeht, damit wir uns dem anpassen, was wir heute im Sport überhaupt sehen. Und den sollten die Berufsausbilder natürlich dann auch genügen, zumindest in einer der drei klassischen Sparten. Eins, geht das? Ich bin aber nicht sicher, ob es wirklich geht. Ich habe, jetzt wenn ich ganz ehrlich bin, vor lauter Mikrofon die Frage nicht verstanden. Wie bitte? Also, ich muss natürlich Ja sagen. Das wäre schlimm, wenn ich sagen würde, es gäbe keine guten Ausbilder. Also hier neben mir sitzen ja zwei Spitzenausbilder. Und wenn ich mit Christian mal anfange, und das hast du ja gerade gesagt, in Warndorf, daher kennen wir uns, ja seit fast 40 Jahren, wirklich eine unglaublich profunde Ausbildung absolviert hat. Und ich bin um jeden Menschen dankbar, der sich zwar auf die Disziplin Dressur spezialisiert, aber wie du es gerade bei Christian gesagt hast, insofern ist Christian Plege ein super Beispiel, aber auch in der Disziplin Vielseitigkeit unterwegs gewesen ist. Oder nehmen wir Dr. Rainer Klimke als Beispiel und viele andere. Oder für mich eine ganz, ganz große Persönlichkeit ist Paul Weyer, der in allen Sätteln gerecht ist. Das ist eine riesige Persönlichkeit, vor der wir riesigen Respekt immer gehabt haben. Und das sind eigentlich immer Reiter, die eben nicht nur in einer Disziplin überzeugend waren, sondern sich dahin entwickelt haben, sich immer mehr spezialisiert haben. Und Menschen, die das haben, die haben super Background und da haben wir Gott sei Dank noch ein paar davon. Sicherlich wird jede Generation sagen, wir haben nicht genügend gute Ausbilder, aber haben, tun wir welche und wenn wir welche sehen und eine Chance haben, die zu fördern, bitte, bitte tut das. Was macht denn einen guten Ausbilder aus? Die Frage geht an mich. Ja, ja, das sage ich als erstes, ja. Also erstmal muss er sich
muss ein riesiges Herz für Pferde und ich sage bewusst Menschen haben. Also uns nutzt bestens nichts, der bewusst ein Mensch hasst ist. Und uns nutzt auch einer, der nur die Menschen mag und eigentlich mit den Pferden überflüssig sind. Sowas haben wir ja auch. Mehr und mehr. Und wir müssen jemanden haben, der wirklich beide Lebewesen liebt. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Und er muss Spaß am Ausbilden haben. Und jeder Ausbilder sollte natürlich möglichst weit selber geritten haben. Aber ich glaube, es muss, so wie Eckhard Meiners, ein Autor, immer gesagt hat, man muss mit Muskeln sehen können. Das halte ich für wichtig. Aber ich glaube, man kann sich auch sehr viel so erarbeiten. Ganz, ganz wichtig. Und das sind die Kriterien, die wichtig sind. Was ist gemeint mit, man muss mit Muskeln sehen? Ja, das heißt, man muss es selber erspürt haben im Sattel. Also muss es im Sattel erspürt haben und richtig erspürt haben und muss das dann versuchen, in Worte zu fassen und durch taktiles und durch andere Möglichkeiten dann dem Reiter zu vermitteln. Das ist für mich Voraussetzung. Jetzt hätte ich gerne noch eine Antwort von Martin Riechner als Präsident vom Schweizer Berufsreiterverband. Wie siehst du das? Also die Frage eingehend, haben wir genügend gute Ausbildner? Muss ich mich dem anschließen, hoffentlich sterben die nicht aus, die Jan Pläge gesagt hat. Wir haben in der Schweiz bestimmt gute Ausbildner, aber wir haben zu wenig gute Ausbildner. Das ist für mich ganz klar. Und ist die Basis gefordert, dass die ausgebildet werden. Das ist der Punkt für mich. Wir haben zu wenig gute Ausbilder in der Schweiz. Das zeigt auch, dass wir mit Stolz auf unser Nachbarland greifen können. Und diese Leute zu unterstützen in diesem Bereich. Wie sieht es denn eigentlich aus bei Ausbildern, die müssen ja auch wirtschaftlich überleben, wie machen die das? Also ist ein guter Ausbilder, kostet der viel? Wie funktioniert das? Also der Ausbilder mit einem Reitbetrieb, der hat natürlich immer einen gewissen Spagat, den er machen muss. Er hat einen Kunden, der reiten möchte, aber sich nicht ausbilden lassen möchte als Sportreiter. Dem muss er genauso Freude vermitteln können mit dem Pferd. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ob jemand dann wirklich in den Leistungssport geht oder ob er einfach den Umgang mit dem Pferd korrekter lernen will und Spaß haben will daran. Das ist eine große Herausforderung für die Ausbilder. Und es ist ganz bestimmt auch so, dass es immer die zwei Schienen geben wird, wo der Sportreiter sich ausbilden lässt, der ambitionierte Reiter sich ausbilden lässt, ist wahrscheinlich nicht unbedingt derselbe Ausbilder, der den Basisreiter ausbildet. Christian Pläge, Sie wollten vorhin noch was sagen. Ich wollte noch etwas hinzufügen, was sicherlich auch noch auf das hinauf zu packen ist, was wir gerade eben richtigerweise gesagt haben. Wir geben als Ausbilder nicht nur Reitunterricht oder reiten Pferde, sondern wir verkaufen Werte. Und gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, dass wir die richtigen Werte verkaufen, stilistisch, traditionell und kulturell. Danke. Ich möchte gerne da noch ein Votum einbringen und anschließen. Reiten ist eine Lebensschule und diese Philosophie, die sollten wir weitergeben und dieses Weitergeben, das muss ich dann ganz kurz zurückgehen, mit der Abschaffung der Kavallerie wurde da viel, viel Wissen jetzt nicht mehr so weitergegeben und es ist wirklich eine Aufgabe der Berufsreiter, dass diese Philosophie, dieses Wissen weitergetragen wird von der klassischen Reitweise. Jetzt habe ich noch eine Frage an Marcella Krinkesus-Meli. Braucht es für die Ausbildung von guten Reitern, gute Reiterinnen, wie Sie eine sind, auch erfolgreiche, gute Pferde? Also das auf jeden Fall auch. Man kann fast jede Kuh zum Traben bringen, sage ich mal so. Aber die,
der Spitzensport, sage ich mal, Leistungssport hat sich insofern geändert, als dass wir viel besseres Pferdematerial haben. Und leider ist das Material halt die Voraussetzung, dass man überhaupt in diese Region reinkommt, also dass man überhaupt da mitreiten kann. Ohne Reiter geht es aber auch nicht und ohne Passion auch nicht. Und ich sage immer, das ist eine Lebensphilosophie, die Reiterei. Je länger man das macht, umso interessanter wird es. Und man ist halt häufig angewiesen auf Sponsoren oder Mäzene. Und ich habe das Glück, so jemanden zu haben. Deswegen sitze ich jetzt hier. Gibt es denn überhaupt genügend gut ausgebildete Schulpferde im klassischen Sinn? Mal die Frage an Sie. Aus der Sicht des Berufsreiters kann ich eigentlich nur dazu sagen, wir müssen selber dafür sorgen, dass wir diese Pferde ausbilden und dann auch zur Verfügung stellen für die Ausbildung. Es kommt ja schon immer wieder vor, dass man auch hört, ja, die Reiter, Reiterinnen kaufen sich fertig ausgebildete Pferde. Was halten Sie davon? Ja, ich meine, es hängt immer ein bisschen davon ab, auf welchem Niveau man reitet und was man selbst geleistet hat. Ich glaube, man muss, wenn man jetzt vom Spitzensport mal ausgeht, und Marcella ist ja ein wunderbares Beispiel, die ist Olympische Spiele vorne mitgeritten, Weltcup-Finale geritten, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, also sicherlich in den letzten Jahren die erfolgreichste Schweizer Reiterin gewesen, die wird in der Lage gewesen sein, Pferde bis oben auszubilden und dann, wenn sie das Glück hat, eben über ihre Sponsorin, die Frau Meier, dann auch mal ein Pferd kommen, was oben schon angekommen ist, dann ist es natürlich toll, aber sie muss es, wie ich vorhin gesagt habe, mit Muskeln sehen können, sie muss es selber mit Muskeln erfüllt haben. Aber was man sehen muss, ist, es wird kein Pferd geben, was man kauft, wo man sich raufsetzt und dann losreitet. Also das Feintuning, das Erarbeiten der Schwächen, die jedes Pferd mitbringt, das ist dann die Herausforderung. Und ich kenne viele Beispiele, nehmen wir mal ein Beispiel aus Deutschland, Damon Hill, den Ingrid wirklich in wunderbarer Weise bis Grand Prix gefördert hat. Aber Helen, die ja nun oft mit Marcella um die Wette geritten ist, hat ihn dann zur Vollendung gebracht. Aber es war, muss man ganz klar sagen, ein Grand Prix-Pferd, als sie ihn übernommen hat. Aber das Letzte hat sie dann noch aus dem Pferd herausgeholt. Und das, glaube ich, ist wichtig. Man darf also nicht glauben, ich kann mir für viel Geld ein Pferd kaufen, setze mich drauf, mache die Augen zu und reite Grand Prix. Das haben andere probiert. Der Schuss ist immer nach hinten gegangen. Ich kann Gedanken lesen. Ich gucke in das Gesicht von Christian Plege. Ich weiß genau, welches Pferd er gerade meinte. Ich sage aber nicht, wer es ist. Ich glaube, wir wissen es alle. Man kann Erfolg nicht kaufen und man muss ihn nicht auch mit einem ausgebildeten Pferd erarbeiten, was gut so ist. Gott sei Dank, sagt Marcella. Das müssen nur die Sponsoren auch wissen. Manche denken, kaufen und losreiten und gewinnen ist eins. Leider, Gott sei Dank, nicht. Jetzt hört man auch immer wieder folgende Zitate, ich habe das aus einem Blog herausgenommen. Und zwar hat da eine geschrieben, heute kommt der Chiropraktiker, morgen kommt der neue Sattel, übermorgen kommt der Akupunkteur und am Tag darauf kommt ein ganz toller Mann extra aus der Antarktis, den hat mir die Mascha empfohlen. Der bekommt alle Pferde durch Handauflegen ans Laufen. Wie sehen Sie das? Fehler findet man immer beim Pferd oder bei der Ausrüstung? Wie wäre es mal mit Reiten statt Nörgeln? Vergleichen Sie das Ganze doch mal mit dem Training eines Kunstturners. Natürlich muss der gesund sein, der muss auch gesund erhalten werden. Nur das Training ist dadurch nicht ersetzt. Und das ist das, was viele Menschen mit Pferden immer so ein bisschen denken, wenn man das und das und das und das macht, läuft das automatisch. Aber wenn Sie das mal einem Leichtathleten oder einem Kunstturner fragen, dann sagt er, nee, ich muss trainieren und ich muss mich konditionieren und das geht eben nur, und das ist Gott sei Dank so, nur durch harte Arbeit. Danke sehr.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Gesellschaftswandel, den wir in den letzten Jahrzehnten durchgemacht haben, einen Zusammenhang hat, dass Menschen denken, sie können sich ein Tier kaufen, eben möglichst teuer, und dann funktioniert es. Aber dass eben, wie das schon jetzt mehrfach angetönt wurde, wirklich Knochenarbeit ist, wenn man etwas erreichen will, ist ganz klar. Und wir leben hier in der Schweiz insbesondere in einer Wohlfühlgesellschaft. Ich empfinde das so. Es ist toll, dass es uns gut geht, aber wir dürfen nicht daran glauben, dass wir mit diesem Wohlfühlmodus irgendetwas mit dem Pferd erreichen können. Wie sieht es denn aus? Haben die Reiter, vielleicht jetzt mal explizit in der Schweiz, auch wirklich ein Repertoire an Lösungen, wenn sie Problemen begegnen beim Reiten? Also, es wäre vermessen, wenn ich jetzt für die ganze Schweiz sprechen würde. Ich kann es jetzt eigentlich nur machen, aufgrund der Lehrgänge, dieses Lehrganges, den ich gestern und heute hier hatte, und dieser drei Kurzlehrgänge, die ich in den Sommermonaten hatte. Und da muss ich schon sagen, da unterscheiden sich die Länder eigentlich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, in der Schweiz wird so geritten und in Deutschland wird so geritten und ich sage mal, in England wird so geritten. Ich glaube, es gibt keinen Reiter, und die Dame, die hier neben mir sitzt, ist von uns allen die mit Abstand erfolgreichste. Es gibt keinen Reiter, der ganz ohne Ausbilder auskommt. Selbst die besten Ausbilder, Reiterin hat einen Ausbilder. Der Tonde Ritter ist ihr immer an der Seite, wenn sie größere Aufgaben vor sich hat, und kommt regelmäßig zum Training. Und ich glaube, das ist richtig. Und insofern ist total richtig, was du sagst. Das ist ein Problem, was wir in der Reit- oder ein Problem, sage ich ungern, eine Herausforderung, dass wir immer in so einen Wohlfühlmodus kommen. Und damit, wie du richtig sagst, kommt man nicht weiter. Man muss sich immer wieder anstrengen. Und ich sage ein Beispiel aus Norwegen. Da habe ich eine Reiterin gehabt, die auch so bis Weltmeisterschaft gekommen ist, Grand Prix-Reiterin. Und die ritt immer so 65%. Und dann ritt die da in ihrem Norwegen rum und 20 Grad Kälte und dunkel und in der Halle und Schnee draußen. Und dann war ich da auch im Winter ein, zwei Mal, da hat die immer gesagt, Christoph, tu mir einen Gefallen, bring mich aus meiner Komfortzone raus. Also die wusste genau, 6,5 mal 7, aber auch dann mal 6, das kriegte sie immer hin. Das Pferd machte alle Touren, aber sie sagt, ich bin so ein bisschen passiv gegen mich selber. Und das ist, glaube ich, wichtig. Deshalb brauchen wir jemanden, der immer jeden Reiter auf jedem Niveau weiterhilft, der immer die nächste Tür öffnet und der dann gerade, wenn auf, jetzt ganz konkret, Nicole, auf deine Frage gehen, wenn er dann nicht richtig weiter weiß, dann auch eine Idee hat, weiterzumachen. Und da glaube ich, da ist weltweit Nachholbedarf. Und den ich von der Theorie her unheimlich schätze, ist Christian Pläge. Da müssen wir immer wieder sagen, unsere klassische Reitlehre, davon bin ich sowas von überzeugt, Skala der Ausbildung, wenn es irgendwo hakt, Augen zu und überlegen, wie muss ich da mich jetzt wieder aufstellen, wenn der Takt nicht in Ordnung ist, brauche ich nicht weiterzumachen. Wenn ich Verspannung habe, brauche ich nicht weiterzumachen. Wenn das Pferd sich aufrollt, brauche ich nicht weiterzumachen. Ich muss dann erst überlegen, wie kriege ich diese Dinge in den Griff, siehe die Fuchsstute heute Nachmittag, wo man erstmal nur daran gearbeitet hat. Das war noch nicht optimal am Ende, aber man muss alles vergessen und muss erst versuchen, die Basis in den Griff zu kriegen. Das ist kein Schweizer, ein weltweites Problem. Ich möchte noch eins anfügen, und zwar in Bezug auf Ausbilder, Ausbildung im Spitzensport. Wissen Sie, wenn Sie am Anfang Ihrer Karriere Leichtraum auf dem falschen Fuß machen, das geht leicht zu korrigieren. Dann bleiben Sie einmal sitzen, dann sitzen Sie auf dem richtigen Fuß. Aber ganz klar ist auch, dass je weiter es nach oben geht, die Probleme scheinbar kleiner werden. Aber je kleiner das Problem ist, desto schwieriger ist es zu finden und dann noch zu korrigieren. Und ich sage Ihnen noch eins aus der Praxis heraus, diese Pferde, die in der Spitze gehen, sind absolute Boliden, selbstbewusste Pferde, die gehandelt werden wollen. Das ist nicht so, dass die unkomplizierter werden in die Spitze hinein, sondern ganz im Gegenteil, es wird immer schwerer und die Schere geht Gott sei Dank immer weiter auf, und deswegen ist die Ausbildung und die Begleitung im Spitzensport so wichtig.
Da haben wir gleich ein spannendes Thema noch angesprochen. Sie sagen, die Pferde wollen das, also die wollen auch im Rampenlicht stehen. Da kommen wir ein bisschen in das Thema Gesundheit, Zufriedenheit der Pferde. Wie sehen Sie das? Das ist ja ein Riesenthema im Pferdesport. Ganz kurz eins noch in Bezug auf das Wollen. Es geht mir mehr darum, dass diese Pferde, die in der Spitze gehen, ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben. Ob sie das wollen, in letzter Konsequenz müssen sie es wollen, sonst können sie diese Leistung nicht bringen. Und das ist das, was viele Leute eben auch fehleinschätzen immer wieder, dass man Pferde eben nicht in letzter Konsequenz zu irgendetwas zwingen kann. Und das ist auch gut so. Da möchte ich jetzt gerne noch die Antwort haben vom Charles Treue als Präsident des Dachverbands, des Pferdesportverbands. Wie sehen Sie das? Sind unsere Pferde hier in der Schweiz gesund und zufrieden? Einige sind so sicher gesund und zufrieden, aber ich würde jetzt meinen, nicht unbedingt alle. Die Frage ist, wie groß ist der Prozentsatz von den zufriedenen Pferden? Es ist natürlich für mich ganz wichtig, alle Bestrebungen im Sinne Ausbildung, sei es Ausbildung der Reiterinnen und Reiter oder der Ausbildung der Pferde, muss schlussendlich im Interesse zuerst der Pferde und zweitens der Reitern geschehen. Wir müssen unbedingt schauen, dass es unseren Pferden so gut wie möglich gut geht. Und nur Pferde, die Freude haben und nur Reiter, die Freude haben am Arbeiten, werden schlussendlich Leistungen bringen. Aber für mich, und das habe ich von Anfang an mit sehr großer Genugtuung gehört von Christian Pläge, wir müssen nicht vergessen, wir haben eine sehr große Mehrheit von Freizeitreitern. Und diese benötigen mindestens so viel und sogar mehr als die Spitzenreiter eine gute Grundausbildung. Und da sehe ich natürlich eine riesige Herausforderung für den Schweizerischen Verband für Pferdesport, für Swiss Horse Professional. Wir müssen unbedingt schauen, dass alle Personen, die sich mit Pferden beschäftigen oder etwas mit Pferden machen wollen, eine Grundausbildung haben, die schlussendlich die Zufriedenheit der Pferde und der Reiter bringt. Ich sehe da große Zustimmung. Was bedeutet das aber ganz konkret, wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen gute Grundausbildungsstrukturen? Muss jetzt jeder in den Kurs, und was ist ein guter Kurs, was ist eine gute Grundausbildung? Es gibt natürlich verschiedene Wege nach Rom, und ich glaube, wir müssen auch bewusst sein, die Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert. Martin Richtner hat vorher von der Abschaffung von der Kavallerie gesprochen. Es war sicher für die Schweiz ein Meilenstein in der Problematik Ausbildung. Wir müssen auch auf die Erwartungen von allen Reitern Aufmerksamkeit haben. Viele möchten einfach reiten oder fahren, auch muss man nicht vergessen, als Interesse für das Pferd, ohne wettkampforientierte Ambitionen. Aber wir müssen diesen Leuten auch eine korrekte Ausbildung anbieten, und wir sind im Moment zum Beispiel daran, auch die Ausbildungsstruktur in der Schweizerischen Verband für Pferdesport zu überprüfen und eventuell ein bisschen anzupassen, weil gewisse Sachen sind vielleicht nicht so up-to-date, dass man sie noch so verkaufen kann, aber die Grundsätze, da sind wir völlig einverstanden, die bleiben. Ein Pferd bleibt zum Glück ein Pferd und wird immer ein Pferd bleiben. Wie sieht das aus der Sicht von Swiss Horse Professionals aus? Also Swiss Horse Professional war bis vor 10-12 Jahren verantwortlich für die Ausbildung der Berufsreiter. Mit der Änderung des Berufsbildungsgesetzes wurde diese Aufgabe an die Organisation der Arbeit Pferdeberufe übertragen. Die ODA Pferdeberufe hat ihre Trägerverbände, und Swiss Horse Professional ist der größte Trägerverband von der ODA. Das heißt, wir können da eigentlich Einfluss nehmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Es ist ganz wichtig,
diesen Punkt zu kennen, weil wir werden sehr oft angesprochen über die Ausbildung. Wir als Berufsreiterorganisation haben nicht die Möglichkeit, diese Ausbildung in allen Teilen zu beeinflussen. Wir wünschen uns selbstverständlich auch gewisse Änderungen in der Basisausbildung von den Berufsleuten. Ich mache ein Beispiel, ich bin jetzt halt auch wieder ein paar Jahre älter geworden, aber früher war das so, dass ein Bereiter eine Lizenzprüfung haben musste, bevor er den Fähigkeitsausweis bekam. Das ist heute nicht mehr so und da stelle ich mir schon die Frage, ein Berufsreiter, der braucht keine Lizenz zum Springen oder ist überhaupt nicht in der Lage, einen Parkour zu absolvieren in dieser Form oder ein Dressurprogramm mit lizenzierten Reitern zu bestreiten. Und da stelle ich schon wirklich die Frage, auf welchem Niveau wir da sind. Christoph Hess, gibt es in Deutschland zum Beispiel so Rating von Reitschulen oder Qualitätslabels? Wäre das eine Lösung? Also wir haben so etwas, wir haben ein System der Anerkennung von Ausbildungsbetrieben auf ganz unterschiedlichem Niveau und da bin ich ganz bei deinem Präsidenten, der eben sagt, wir müssen dafür die Basisausbildung was tun. Also wir haben, wenn du so willst, ein System von Betrieben, die sogenannte gekennzeichnete FN-Betriebe, die im Basisbetriebsbereich gekennzeichnet sind, im therapeutischen Bereich gekennzeichnet sind, in alternativen Reitweisen, Islandpferdereiten, Westernreiten und so weiter gekennzeichnet sind, bis hoch zum Turniersport. Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Pferdehaltung gut ist. Wenn die nicht gut ist, geht gar nichts. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass immer qualifizierte Ausbilder da sind. Im Regelfall Berufsreiter, aber wir haben in Deutschland auch ein, wie ich finde, sehr intaktes System, sogenannte Amateurausbilder. Also wenn da gute Amateurausbilder sind, dann können solche Betriebe auch gekennzeichnet werden. Und dann haben wir ein System, das ist so ein Award-Verleih, kann man sagen, Betriebe, die sich besonders auszeichnen, die sich irgendwas Besonderes gemacht haben, dann haben wir so einen Titel, unser Betrieb soll besser werden, soll schöner werden, soll qualifizierter werden. Da zeichnen wir jedes Jahr 3 bis 5 Betriebe also in jedem Jahr aus. Das ist für viele dieser Betriebe auch noch eine besondere Herausforderung, möchte ich mal sagen. Ja. Ich hätte aber dazu eine Frage, eine ganz konkrete Frage. Sind Sie der Meinung, dass diese anerkannten Betriebe effektiv auf dem Markt einen klaren Vorteil haben gegenüber den nicht anerkannten? Weil wenn sich die Leute die Mühe geben, eine Anerkennung zu kriegen und nichts dafür kriegen, ist das wahrscheinlich etwas entmutigend. Also Sie kriegen zum Beispiel eine Beschilderung und Sie sind eben über die FN, auch dann über die sozialen Medien etc. pp. Sind Sie mit veröffentlicht. Also insofern haben Sie was davon, aber Sie haben natürlich völlig recht. Es gibt auch gute Betriebe, die sagen, darauf verzichten wir, weil wenn man in so einem Kanon mitsingt, dann wird man auch regelmäßig überprüft. Und ich bin ja nun viele, viele Jahre, Jahrzehnte bei der deutschen FN gewesen. Wie oft habe ich Briefe bekommen, dass jemand schrieb, oh, der Betrieb X im Ort Y, da ist der Reitlehrer weg oder die Schulpferde gehen nicht mehr oder die Pferdehaltung ist schlecht geworden. Ja, dann schicken wir sofort jemanden hin und dann werden die auch abgekürt. Und die wissen, alle 2 Jahre kommt jemand. Das heißt, die sind ein bisschen außerhalb einer Komfortzone. Und das ist aus unserer Sicht gut, aber ich gebe zu, neben diesem System, vergleichbar mit dem Sternesystem in Hotels, gibt es auch andere gute Betriebe, keine Frage. So, ich denke, da schon die Zeit ziemlich fortgeschritten ist und die meisten wahrscheinlich ein bisschen frieren bzw. Hunger haben, würde ich mal vorschlagen, dass wir den ersten Teil so belassen und wenn noch Fragen aus dem Publikum sind, dann wäre ich froh, wenn Sie sich jetzt melden würden und ich würde schnell vorbeikommen mit dem Mikrofon. Sind noch Fragen? Hand auf. An einen der Redner hier und sonst denke ich, alle sind noch hier und genau,
stehen sicher auch noch gerne Fragen zur Verfügung. Okay, keine Fragen, dann möchte ich mich ganz herzlich bei den Teilnehmern bedanken. Sie erhalten noch ein ganz kleines Dankeschön. Herzlichen Dank.